Ey, Gude, grüß dich. Sony versus Canon, die wirklichen Unterschiede, die für mich zählen. Viel Spaß bei diesem Video. Schön, dass du auch zu diesem Video wieder eingeschaltet hast. Heute nochmal in der wunderschönen Kulisse meines Gartens. Falls du das Video von letzter Woche geguckt hast, das Video habe ich, wie du dir sicher denken kannst, gleich im Anschluss gedreht, weil die Kamera ging danach weg und ich musste mit der Kamera unbedingt noch dieses Video machen, weil es einfach so ein bisschen ein Vergleich sein soll zwischen meiner Canon R5 und der Sony Alpha 7 R Mark III. Ich muss mich noch dran gewöhnen, wie man die Sony Klassifizierung ausspricht. Was ist denn für mich der größte Unterschied zwischen den beiden Kameras? Der erste Unterschied ist die Haptik. Die Sony-Haptik gefällt mir viel besser als die Canon-Haptik, wobei ich die Canon irgendwie besser greifen kann. Ich finde, die Sony fühlt sich schöner an beim Greifen, einfach weil ich wahrscheinlich mit der Hand weiter rumkomme. Bei der Canon-Kamera, selbst für meine großen Hände, ich kann sie eigentlich gut halten. Ja. Also ist so ein bisschen, mir gefällt diese Haptik, diese etwas kühlere Haptik besser. Die Canon ist ein bisschen wärmer. Ne? Ist jetzt sehr unerheblich für das Bildergebnis. Wobei, wenn ihr ein cooles Feeling beim Fotografieren habt, werdet vielleicht die Bilder besser. Ist ein Fall für Fotografie, tut gut. Falk Frasser, danke für deinen Beitrag jedes Mal. Hilft immer sehr, mich so ein bisschen mit der Fotografie zu erden. Nur mal das nebenbei. Dann, technisch gesehen. Die Sony ist, genau wie die Canon, ein sehr technisches Instrument. Ich habe im letzten Video noch gesagt, ich habe noch eine Fuji-Kamera, die ist auch natürlich sehr technisch auf dem neuesten Stand, aber sie hat irgendwie so das Gefühl von einer Analogkamera immer noch. Das schaffen diese beiden Kameras nicht. Wenn ich die beiden Kameras in der Hand habe, habe ich das Gefühl, etwas Modernes in der Hand zu halten. Etwas sehr Modernes, etwas sehr Technisches. Bei der Canon noch mehr als bei der Sony. Das ist jetzt einfach nur so der psychologische Eindruck der Kamera. Ich hoffe, das bisschen Wind, was hier ums Haus rumkommt, pfeift nicht so sehr im Mikro. Dann habe ich mir die Kameras einfach mal so, also die Sony ist jetzt mal stellvertretend für alle anderen Sonys, die es gibt, die ich mir kaufen kann. Und wenn es die Sony R5 ist, die jetzt im Moment auf dem Markt ist, also das ist jetzt, welches gerade die aktuellste Kamera ist, wenn ich die jetzt mit der Canon R vergleiche, ich vergleiche sie eh nicht. Ja, ich sage nur, wo der krasse Unterschied ist für mich, warum ich dann eher bei der Canon bleibe. Der krasseste Unterschied ist meiner Meinung nach der Objektivpark. Der Objektivpark bei Canon ist groß, aber es sind alles Canon-Objektive. Also ich rede jetzt nur von Autofokus-Objektiven und native Autofokus-Objektive. Das sind reine Canon RF-Objektive. Es gibt keine Sigma RF-Objektive, es gibt keine Tamron RF-Objektive, reine Canon RF-Objektive und dementsprechend teuer. Es gibt preiswerte Varianten, zum Beispiel das, was ich hier drauf habe, das Canon 2405 Blende 4 gibt es auch in einer STM-Variante 2405 mit Blende, 4,7 und bis 5,6 oder sowas. Sehr kompakt, sehr leicht, sehr klein, kostet ein Drittel von dem Objektiv, macht auch sehr gute Bilder, man hat ein paar Einschränkungen, aber macht auch sehr, sehr gute Bilder. Ist eine gute Variante, eine gute Alternative zu dem 2405er. Was ich zum Beispiel gar keine Alternative sehe, ist das 85er Blende 2 zu zum Beispiel einem Sigma 85mm Art Objektiv. Blende 1.8 meine ich, oder sogar 1.4, ne, ich glaube 1.8, das ist 85er. Da hat das Sigma um Längen die Nase vorn, wenn es auch nicht bildstabilisiert ist. Bildstabilisation ist auch so eine Sache. Canon RF-Objektive sind fast alle bildstabilisiert. Mein Lieblings-Canon RF-Objektiv, das 35er, habe ich sehr, sehr gerne. Ich weiß, es hat seine Schwächen, es hat aber auch definitiv seine Stärken und es kostet nicht viel. Den würde ich zum Beispiel viele dem Sigma A zum Beispiel vorziehen, einfach auch weil es zum Beispiel jetzt mit dieser Fremdhersteller Gegenlichtblende, weil Canon es nicht hinkriegt, gescheite Gegenlichtblenden für dieses Objektiv zu bauen, sehr, sehr kompakt ist.
Was ich an der Sony sehr kompakt finde, ist zum Beispiel das 70-200. Das wiegt quasi nichts. Das 2.8er soll definitiv schwerer sein. Wahrscheinlich dann so ungefähr so schwer wie das hier von Tamron. Aber es ist halt nativ. Thema Bildstabilisator hatte ich eben gerade auch gesagt. Fast alle Objektive, die ich fotografiere für die Canon R, sind bildstabilisiert. Nur die Canon RF-Objektive, zum Beispiel das 24-105er RF oder das 35er RF, funktioniert auch mit dem internen Bildstabilisator zusammen. Die Bildstabilisation von den Fremdherstellern Objektiven überschreiben quasi den internen Bildstabilisator. Das bedeutet, wenn ich jetzt das 24-70 mit einem Adapter auf meine Kamera drauf mache, funktioniert der interne Bildstabilisator nicht mehr. Das bedeutet, ihr müsst dann auf den Bildstabilisator des Objektives vertrauen. Außer bei Canon-Linsen, bei dem Canon 70-200er, funktioniert es wieder in der Dual-Bildstabilisierung. Was sehr gut ist zum Filmen und was für mich der erste Grund ist, bei der Canon einfach zu bleiben. Der zweite Grund ist ein rein finanzieller Grund. Ich habe für die Canon eigentlich alle Objektive, die ich brauche, außer irgendwie so ein richtig, richtig geiles, teliges Porträtobjektiv. Ich benutze immer das 70-200 2.8 für Porträts, super. Oder mein Lieblingsporträtobjektiv, das 90mm 2.8. Eigentlich kann man alles am Porträt mit dem fotografieren. Ist Makro, demnach auch sehr scharf. Aber ich hätte gerne noch sowas wie 85mm, 105mm, 135mm und dann gerne so 1.8, 1.4, je nachdem, was es da gibt. Sigma Art wäre da das Stichwort. Die sind dann aber auch wieder adaptiert, zumindest nicht bildstabilisiert, und Sigma Art Objektive meines Erachtens fast alle nicht bildstabilisiert. Fast alle. Gibt Ausnahmen. Ebenso ist es mit Sony-Objektiven. Sony-Objektive sind durch die Bank weg preiswerter als Canon-Objektive. Wirklich durch die Bank weg. Also als Canon-RF-Objektive. Und es gibt von so 50mm Brennweite oder so, es gibt gleich mehrere von Sony. Es gibt Sony-eigene, es gibt Sony-Zeiss-Objektive, es gibt Sigma-Objektive. Also ich habe da eine viel, viel breitere Auswahl und habe die Möglichkeit, mit mehreren verschiedensten Objektivherstellern mir das Beste rauszusuchen. Habe ich bei Canon im Moment nicht. Punkt für Sony. Bei Sony habe ich allerdings in der Regel nur den internen Bildstabilisator. Bei Teleobjektiven habe ich einen zusätzlichen Bildstabilisator und soweit ich weiß, funktionieren die zumindest jetzt in der 7R3 nicht unbedingt miteinander. Ich habe mich da versucht, im Internet ein bisschen schlau zu lesen, habe da aber nichts zu gefunden. Vielleicht, wenn du weißt, ob die Sony einen Dual-Stabilisator-Modus hat, also wenn das Objektiv bildstabilisiert ist und die Kamera bildstabilisiert ist, ob die beiden miteinander zusammenarbeiten, wie sie es bei der Canon tun. Würde mich mal interessieren. Ich habe nichts dazu im Internet gefunden. Ich glaube einfach, dass sobald man einen Stabilisator dran hat, im Objektiv wird der benutzt, weil der effizienter ist als der interne Bildstabilisator. Und wenn man den im Objektiv nicht hat, was bei den meisten Sony-Objektiven der Fall ist, wird der interne Bildstabilisator der Sony-Kamera genutzt. Hat Vorteile, die Objektive sind kleiner, leichter, preiswerter. Hat Nachteile, mit der Kamera kann ich, wenn ich das will und oder muss, aus der Hand filmen. Bei der Sony brauche ich einen Gimbal, weil mit dem internen Bildstabilisator aus der Hand filmen geht. Viele machen das. Die stabilisieren dann auch im Nachhinein nach und so. Habe ich jetzt Riesenprobleme letztlich gehabt mit Final Cut. Deswegen habt ihr keine Videos gesehen. Ich hatte Probleme mit Final Cut. Mit stabilisierten Videodateien. Also nachstabilisiert, ne? In Final Cut. Aber für die Kamera ist es für mich ein klares Problem, wenn ich nicht ein stabilisiertes Objektiv habe und diese Kamera und das Objektiv nicht unbedingt zusammenarbeiten. Das ist das, was ich bei der Canon wirklich liebe, dass das funktioniert. Ich benötige das relativ selten, gebe ich zu, weil ich sehr, sehr oft einen Gimbal benutze, einfach weil ich auch diese Gimbalfahrten und so machen möchte. Aber ich kann das. Und wenn ich gerade mit dieser Kamera unterwegs bin und es passt gerade und ich sage, okay, ich möchte jetzt hiervon einen Clip machen, dann nehme ich die Kamera, versuche sie sehr ruhig zu halten und nehme
wirklich fast wie auf dem Stativ aus der Hand oder wie auf dem Gimbal, ruhig haltenden Gimbal aus der Hand das Video auf. Irgendwelche krassen Fahrten oder so versuche ich damit auch nicht zu machen. Theoretisch möglich. Ich zitter dazu sehr. Also ich bewege die Kamera dann zu blöd und deswegen habe ich einen Gimbal. Das ist für mich der krasse Unterschied zwischen Canon und Sony. Klar, jetzt kommen noch so Sachen dazu wie das Menü. Das Menü von Canon bin ich gewohnt, deswegen finde ich es gut. Das von Sony bin ich im Moment nicht mehr gewohnt, deswegen finde ich es absolut schlimm. Aber ich bin es nicht gewohnt. Und ich glaube, Leute, die es gewohnt sind, können damit besser arbeiten. Die wissen, wo was ist. Und wenn sich das, wenn sie nicht mehrere Sony-Kameras haben mit verschiedenen Menüs, werden sie da auch relativ schnell zurechtkommen. Ich bin nicht so schnell zurechtgekommen. Das hat mich genervt. Ich hatte die Kamera auf zwei TFP-Shootings mit dabei und ich fand sie, während dem Shooting fand ich sie gut. Mir hat so ein bisschen der Horizontalauslöser gefehlt. Der Vertikalauslöser, so. Der hat mir ein bisschen gefehlt. Mir hat so ein bisschen das Klappdisplay gefehlt, also Klappdisplay in diese Richtung, weil ich gerne so Bilder mache, aber dann gerne runter aufs Display gucken möchte. Bei Canon kann ich das und bei der neuen Sony kann ich das natürlich auch. Ja. Die hat das bessere Display und auch ein Display, was in Achse zum Objektiv ausklappt und nicht wie Canon. Also das mag ich halt einfach nicht, das Display. Ich fotografiere so nicht gerne. Bei Sony ist da mein Lieblingsdisplay mehr oder weniger verbaut. Ich kann von oben drauf gucken und so fotografiere ich am meisten. Wenn ich Porträts mache, fotografiere ich aber leider so und in die Richtung ist das Display dann wieder ein bisschen im Nachteil. Ihr bekommt bei Sony einfach eine etwas kompaktere Kamera als bei Canon. Zumindest wenn wir von der R5 ausgehen. Die Canon APS-C Kameras sind auch kompakter oder die Canon RP zum Beispiel, die ist sehr kompakt. Die ist hier wirklich so kompakt wie die Sony. Da kann aber dann die Sony ein bisschen mehr, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und ihr bekommt auch die Sony Kameras immer in einer hochwertigen, hochauflösenden Version, nämlich diese R. Ja, und also die Alpha, ich sage jetzt einfach mal Alpha 3 R ist die hochauflösende Version und die Alpha 3 ist die nicht hochauflösende Version mit ein paar, Software-Dinger drin, die hochwertigere, das dann eher Profi-Gerät mit sich bringt. Bei der Canon haben wir das eher nicht. Es gibt noch die Canon R6. Die ist aber meines Erachtens ein Profi-Gerät für einen anderen Anspruch, weil sie auch relative Profi-Preise mittlerweile beinhaltet. Genau, das ist für mich der krasse Unterschied zwischen beiden Systemen. Allein wegen dem Bildstabilisator intern, weil ich relativ viel filme mit der Canon R5 und mittlerweile diesen Dual-Stabi wirklich lieben gelernt habe, ist Sony im Moment für mich kein Thema. Allerdings, wie gesagt, ich halte mal so die Augen offen und vielleicht werde ich ja noch ein bisschen ruhiger und dann kann sich Canon warm anziehen. Wenn ich meine Handgimbal trainiert habe, dann Sony. Nein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Unterschied zwischen meinen Kameras ist, von der Bildqualität her geben sie sich nicht viel, von der Videoqualität her meines Erachtens auch nicht. Vor allem, das ist ja eine etwas ältere Sony, muss man ja ehrlich sagen, das ist eine relativ moderne Canon. Wobei das Modell ist auch schon 3 Jahre alt, glaube ich. Ja, fast. Die Sony ist 2017, glaube ich, released worden, also noch ein Ticken älter. Aber wie gesagt, wirklich, wirklich schöne Geräte. Beide Kameras Canon wie Sony. Und ich verstehe manchmal auch diesen Hate nicht auf das andere System. Ja, aber diesen Hate gibt es ja überall, wie beim Fußball. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich würde ja sagen, gebt einfach jedem Ball, dann freuen sie sich alle. Die spielen eh viel schöner mit dem Ball alleine. Ne? Dann machen die so tolle Tricks und so. Und wenn die nur einen Ball haben, dann kloppen die sich immer um den Ball. Ja, lassen wir das. Die Kameras machen beide sehr, sehr gute Bilder, sehr, sehr gute Videos. Ich verstehe manchmal wirklich diesen Hate nicht auf das andere Kamerasystem. Ich gucke sehr, sehr gerne in andere Kamerasysteme rein und bin sehr froh, dass der Tibor mir seine Kamera geliehen hat. Ich packe sie jetzt ein, ich mache sie nochmal sauber, packe sie wieder ein und die geht heute zurück. Wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich aus dem Urlaub schon wieder da.
Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem ganzen System, haut die gerne unten rein. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt mir und aktiviert bitte auch die Glocke. Ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.